In diesem Video machen wir ein paar schöne Stulpen für unsere Hände. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. Hier in Australien wird es jetzt langsam kühler, der Herbst kommt und wir haben keine Heizung hier in den Häusern, weil es nie so wirklich richtig kalt wird, dass man hier erfrieren könnte, aber es wird schon richtig, richtig kalt. Und da dachte ich, da brauche ich ein paar schöne Stulpen, damit ich auch immer noch Freude am Nähen habe. Und an der Nähmaschine meine Finger nicht erfrieren und sich immer noch bewegen können. Und ich habe einige verschiedene Modelle hier ausprobiert. Und für dieses Video gibt es keinen Schnitt, aber wir werden zusammen einen Schnitt machen. Und ich habe etwas längere gemacht und kürzere Stulpen gemacht, wo man oben die Kante umschlagen kann und andere, wo man die Kante nicht umschlagen muss. Und jetzt geht's los! Dann machen wir uns jetzt erstmal den Schnitt und zwar lege ich dazu meine Hand auf ein Stück Papier und zeichne rundherum. Ich mache ca. 3 cm rundherum um meine Hand und meinen Arm, damit die 1 cm Nahtzugabe auch schon enthalten ist. Meine Hände und mein Arm sind ein bisschen groß und etwas dicker, deswegen mache ich da eine schöne große Nahtzugabe rundherum. Und es kann sein, dass ihr nur 2 cm machen müsst und dann kann ich mich dazu entscheiden, wo ich hier meine Öffnung für den Daumen machen möchte. Die mache ich etwas großzügig, damit der Daumen sich gut bewegen kann und ich die Stulpen auch gut zum Nähen und so weiter benutzen kann. Und dann kann ich mich dazu entscheiden, wie lange ich das oben machen möchte. Im Moment möchte ich das so ein bisschen länger über die Hälfte von meinen Fingern machen. Und dann mache ich hier unten noch eine Markierung. Und zwar kann man, wenn man Lust hat, den Futterstoff etwas länger machen, oben und unten. Dann kann man ihn am Ende umschlagen, wenn wir wenn wir die Stulpe fertig haben und nach außen gewendet haben. Und dann kann man den Futterstoff nach außen umschlagen und dann sieht man oben so ein bisschen den Futterstoff, was so einen ganz schönen Akzent ergibt. Und dann schneide ich hier mein Schnittmuster aus und dann habe ich das auch schon mal alles hier vorbereitet. Gleich zeige ich die Sachen, die ich schon ausgeschnitten habe. Also hier unten und oben mache ich so eine Markierung von circa 1,5 cm und jetzt entscheide ich mich, dass ich etwas kürzere Stulpen nähen möchte, die oben nicht ganz so lang sind, aber man kann es natürlich auch länger machen, wie man möchte. Und dann falte ich das hier um und auch unten falte ich meine 1,5 Zentimeter um. Und das ist jetzt der Schnitt, den ich benutze, um den Oberstoff zuzuschneiden. Und zwar benutze ich dazu dunkelblauen Fließstoff, weil ich schön dicke, warme Stulpen nähen möchte. Und das ist also unser Oberstoff. Und hier ist unser Futterstoff. Der ist ein bisschen länger oben und unten, weil ich gerne am Ende dann etwas am oberen und unteren Rand etwas von dem Futterstoff sehen möchte von außen. Aber das muss man nicht unbedingt machen. Man kann auch einfach beide Teile genau gleich zuschneiden, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann übertragen wir jetzt die Markierungen für die Daumenöffnung auf unsere Stoffstücke. Machen ganz, ganz kleine Schnitte hier, ganz kleine Klipse in die Nahtzugabe. Da muss ich dann auch noch mal kurz hier alles umfalten, damit ich das nicht zu groß, damit ich die Clips auch an der richtigen Stelle mache. Einmal Schnips. Und nochmal Schnips. Und dann können wir jetzt unseren Oberstoff und Futterstoff rechts aufeinander legen. Ach ja, und wie ihr gesehen habt, haben wir auch alles hier im Bruch zugeschnitten. Also unser Stoff, unser Schnittmuster haben wir im Bruch zugeschnitten und haben jetzt also doppelt hier unseren Stoff und legen jetzt die Stoffteile rechts aufeinander und klipsen sie an der oberen und unteren Kante zusammen. Und dann werden wir jetzt entlang der oberen und unteren Kante nähen. Und dabei achte ich auch darauf, dass ich die Stofflagen nicht verschieben, weil
Der Futterstoff ist sehr elastisch und der Fließstoff ist nicht ganz so elastisch, damit das alles gut aufeinander passt. Und auf der anderen Seite nähe ich jetzt auf dem Fließstoff. Das geht, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil er sich nicht ganz so doll dehnt. Aber so groß ist der Unterschied auch nicht. Und dann haben wir jetzt die obere und untere Kante zusammengenäht und dann falten wir jetzt unseren Stoff mittig, sodass ein Ring entsteht, und dabei achten wir darauf, dass die Nähte aufeinandertreffen und auch die kleinen Schnitte, die kleinen Klipse, die wir für die Armöffnungen gemacht haben, und dann können wir alles mit den Stoffclips, den Stoffklammern zusammenstecken, zusammenklammern. Rundherum feststecken, und dann werden wir jetzt gleich nähen rundherum, und dabei lassen wir die Daumenöffnung offen und auch eine Wendeöffnung an der Unterkante, an der unteren Seite des Futterstoffs. Da fangen wir jetzt an rundherum zu nähen, und wenn wir dann an dem ersten Clips angekommen sind, nähen wir einmal vor und zurück, um die Naht zu verriegeln, damit da sich nichts mehr auseinander schiebt, nichts auseinander geht. Und dann nähen wir am anderen Clips weiter, verriegeln wir auch die Naht und nähen dann weiter. Jetzt kommen wir an den Futterstoff. Da kann ich schon den ersten Clip sehen. Da machen wir wieder ein Päuschen, einmal vor und zurück. Und dann nähen wir am nächsten Clips weiter. Und dann nähen wir noch ein kleines Stückchen weiter, aber nicht zu viel, damit wir noch eine anständige Wendeöffnung hier haben und es nicht zu eng wird alles, wenn wir es nach außen wenden nachher. Da ist unsere Wendeöffnung. Und hier sind unsere Daumenöffnungen und nochmal die Wendeöffnung. Und jetzt wird es ein bisschen fiddelig, aber das schaffen wir auch. Mal gucken, ob man das auf dem Bild hier gut sehen kann. Wir klappen die inneren Daumenöffnungen, den Stoff der inneren Daumenöffnung, nach innen weg, damit die nicht im Weg sind. Und dann werden wir jetzt die äußeren Daumenöffnungen rechts aufeinander stecken und zusammennähen. Und zwar von einem Clips zum nächsten, von einem kleinen Einschnitt bis zum nächsten Einschnitt, den wir auf beiden Stoffteilen gemacht haben. Damit nähen wir jetzt die Daumenöffnung. Dann falten wir den Stoff nach außen. Da können wir jetzt unsere Naht sehen, die wir gerade genäht haben. Da ist sie. Und dann klappen wir den Stoff jetzt weg und nähen die anderen beiden Teile zusammen, um die Daumenöffnung fertig zu machen. Und auch hier nähen wir wieder von dem einen Einschnitt zum nächsten und nähen einmal vor und zurück am Anfang und am Ende der Naht. Und jetzt können wir unsere Stulpe nach außen wenden durch die Wendeöffnung. Die Wendeöffnung ist doch ein bisschen klein geworden hier bei mir. Das macht ihr natürlich ganz anders. Ihr macht es euch nicht so schwer, wie ich es mir hier mache. Und dann kann ich jetzt die Wendeöffnung von Hand zusammennähen. Dazu nehme ich einen Leiterstich. Da gehe ich immer, nehme ich ein Stückchen von der einen Seite auf und gehe dann auf der gleichen Höhe auf der anderen Seite des Stoffes rein und komm wieder raus, und dann verschwindet die Naht schön, und man muss es natürlich nicht ganz so genau nehmen, weil niemand wird jemals wieder diese Naht sehen, weil sie sich ja schön innen versteckt auf der Innenseite der Stulpe, aber man will es natürlich trotzdem schön haben und wissen, dass alles ordentlich ist. Und jetzt kann man dann schon fühlen, dass der Innenstoff
ein bisschen größer ist als der Außenstoff, ein bisschen länger ist. Und dann kann man den jetzt über die Kante hier falten nach außen. Und dann machen wir uns einen schönen Rahmen hier oben auf der oberen Seite und auf der Unterseite der Stulpe. Wie gesagt, das ist optional, das muss man nicht machen, aber ich finde, das sieht ganz nett aus. Und dann nähen wir jetzt einmal rundherum. Dazu habe ich jetzt meinen Oberfaden zu dunkelblau gemacht, gewechselt, damit ich hier keine Naht sehe auf meinem Stoff. Und der Unterfaden ist weiß für den Futterstoff. Und das wiederholen wir dann auch auf der anderen Seite. Wunderbar, da haben wir es auch geschafft. Und dann sind unsere Stulpen auch schon fertig. Mache ich hier schön posieren mit meinen Händen. Ach, die sind so bequem und sehen so schick aus. Man könnte es auch oben ein bisschen umschlagen, wenn man Lust hat. Vielleicht hätte ich sie doch noch ein bisschen kürzer machen können oben, aber das macht ihr natürlich dann ganz anders bei euren eigenen Kreationen. Und ich würde mich sehr freuen, in der Sammy-Facebook-Gruppe dann eure Kreationen zu sehen. Das hier ist, glaube ich, mein Lieblingsmodell, wo ich die richtig lang gemacht habe oben, damit sie sich auch über die Hände schlagen lassen. Das ist dann wunderbar zum Spazieren, wenn ich meine Pause brauche vom Nähen und Video bearbeiten hier an meinem Tisch. Dann kann ich schön spazieren gehen im Herbst und Winter hier und dann sind meine Hände schön warm. Das ist richtig schön bequem, da habe ich einfach nur Jersey-Stoff benutzt, das ist schön dehnbar. Wenn ihr die Stulpen aus etwas festerem Stoff näht, der nicht so dehnbar ist, dann braucht ihr ein bisschen weitere, breitere Nahtzugabe, damit ihr die auch noch gut über eure Hände und Handgelenke bekommt. Und dann habe ich auch noch eine Variation gemacht, wo ich das Oberteil so halb lang gemacht habe, zwischen der ersten und zweiten Variation. Und da habe ich dann als Futterstoff Niki genommen und das ist so schön. Also das würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall Niki-Stoff. Super, super schön weich. Das eignet sich wunderbar hier für diese Art von Stulpen. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Ach ja, das war doch ein schönes Projekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir zusammen genäht habt. Ich würde mich sehr freuen über Kommentare hier, wenn ihr das ausprobiert habt oder falls ihr in der Sammy-Facebook-Gruppe ein Foto zeigen würdet, da würde ich mich auch sehr freuen. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Nähen mit mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn du magst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du meine Schnittmuster kaufen auf meiner Webseite. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!